Alles klar, was haben wir denn jetzt? Was haben wir denn jetzt bekommen? Neue Schuhe? Balance halten und ausweichen. Schwertmeisterschaden. Okay, alles klar. Whee! Oh nein, jetzt will er wieder mit mir trainieren, ne? Altair, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. So langsam kriege ich das Gefühl, dass du einfach scheiße bist als Lehrer. Könnte das sein? Hallo, Falscher? Mensch! Das Werk eines Meisters. Und so, meine Schüler, sollte ein Mann kämpfen. Voll die Fight Club Action hier. Nein, nein, nein. Ich möchte nichts Neues lernen. Ihr seid beschäftigt. Oder trainieren. Ich verstehe. Neues lernen schon, aber trainieren jetzt nicht. Na gut, so, auf zum nächsten Attentat. Bei dem Tempo verletzt er noch jemanden. Oh Mann, ey, wenn du wüsstest, wie viele Leute ich schon gekillt habe im Spiel. Na gut, um nach dem nächsten Update wollte ich schon sagen, nach dem nächsten Attentat nicht so schnell wieder wegdrücken. Ich meine, mit der halben Schnellreise geht es schon relativ schnell, aber ja, man kann es auch ganz schnell haben. Na gut. Ich überlege gerade, wo wir als nächstes hingehen. Jerusalem oder Akkon? Tja. That's the question. Tja, ich weiß es echt nicht. Ich glaube, wir gehen nach... Sollen wir jeden... Ich weiß es echt nicht. Wo gehen wir denn jetzt hin? Akkon? Jerusalem? Wir müssen am Ende sowieso zu beiden Städten hin. Okay, ich habe mich für Akkon jetzt entschieden. Ja, mach die verdammten Augen auf! Mal sehen. Er scheint vor etwas zu fliehen. Was könnte ich denn machen? Soll ich jetzt direkt da durchjumpen? Oder weißt du was? Mann, es hätte so cool sein können, Lass mich raus, Pferd! Tut mir leid, Pferd! Jetzt. Ja, es tut mir leid, ich muss gehen jetzt. Cool, dass der mich beobachtet. Willst du sterben? Ja. So. Tut so, als hätte ich sonst was gemacht. Ja, ist ja gut. Was fehlt dir denn nur? Hat der Fieber? Ich sag ja, es sieht einfach geil aus. Whee! Wieder weggeklappt ist. Ruhig bleiben. Whee! Wie geil einfach nur. Wie geil die weggeklappt sind. Okay, wenn wir jetzt hier schon mal sind, obwohl wahrscheinlich müssen wir sowieso wieder in einen ganz anderen Stadtteil dann gleich. Aber ja gut, diese 4 Meter hoch können wir mal klettern. Oder 5. So schlimm ist das jetzt nicht. Wer war das? Ich würde sagen, ich gehe jetzt nicht runter auf die Straßen. Andere Seite. Andere Seite, du sollst runtergehen. Ach Gott, nicht hochklettern. Ich drück zur Seite, macht er nicht. Er macht es nicht. Na, ebenso. Ich will irgendwie auf jeden Fall hier oben bleiben. So. Dieb! Das wird dich lehren zu stehlen!
Er sollte aufhören, sich wie ein Assassine! Ja! Boah! Boah, gibt er mir direkt eine Todesschelle hier! Wo ist der? Er sieht mich nicht. Er ist weg. Wir sind hier fertig. Er ist weg. Was ein Loser. Warum tut ihr das? Was habe ich getan? Stirb, du Dieb. Was ist denn jetzt hier die ganze Zeit los hier mit den Frame-Einbrüchen bei der Aufnahme? Was soll denn Mist? Schön, Fisker, ein schöner Jump. Oh, Leute, es ist so unfassbar warm, wa? Das ist, also, ihr wisst es ja selbst, da brauche ich nicht anders. Ich meine, es ist schon abends und trotzdem, boah. Unfassbar. Fragt ihr mich? Hat die mich gesehen schon wieder? Wow, wow, wow. Habt ihr noch andere Sprüche auf Lager? Warum tut er denn? Was hört er denn? Boah. Mal sehen, ob das klappt. Whee! Ah, perfekter Jump. Rafik. Die Kunde eurer Taten verbreitet sich schnell. Anscheinend seid ihr aufrichtig bemüht, euch reinzuwaschen. Ich tue, was ich kann. Und manches Mal gelingt es euch. Mich dünkt, es ist euer Auftrag, der uns zusammenführt. Ja. Wilhelm von Montferrat heißt das Ziel. Was könnt ihr mir über den Mann sagen? Wilhelm wurde zum Regenten ernannt, solange der König seinen Krieg führt. Dies gilt vielen als wunderlich, bedenkt man den Zwist zwischen Richard und Wilhelms Sohn Konrad. Ich dagegen halte es für sehr weise. Weise? Weshalb? Richard und Konrad sind in vielerlei Dingen nicht eins. Obwohl sie sich zivilisiert benehmen, heißt es, dass sie einander nicht wohlgesonnen sind. Und dann gibt es da noch die Geschichte mit den gefangenen Sarazenen aus Akkon. So ist Konrad nach Tyros zurückgekehrt und Richard hat Wilhelm genötigt, hier als sein Gast zu verweilen. Ihr meint als Geisel? Wie ihr es auch nennt. Seine Anwesenheit sollte helfen, Konrad im Zaum zu halten. Ich habe mich nie für Politik interessiert. Aber ihr seid euch bewusst, dass eure Taten die Zukunft des Landes beeinflussen. Auch ihr seid ein Politiker, auf eure Weise. Wie ihr es sagt. Wo also schlagt ihr vor, soll ich mit der Suche beginnen? In Richards Zitadelle, südwestlich. Oder eher auf dem Markt davor. In dieser Richtung liegt auch die Heiligkreuzkathedrale. Ein belebter Ort mit sehr vielen redseligen Bürgern. Als letztes versucht es im Westen, wo der Ketten- und der Hospitaliterbezirk aufeinandertreffen. Dort solltet ihr fündig werden. Wohlan, dann werde ich euch nicht weiter stören. Ihr stört ganz und gar nicht. Okay, wir haben es gehört. Wir haben es gehört. Das heißt... So, wo ist die Kirche? Da. Schon wieder ins Nobelviertel. Das war doch bei Damaskus auch genauso. Wenn ich jetzt das richtig ausgewählt habe, aber ich glaube schon, er hat ja von der Kirche geredet. Wilhelm. Geiler Name, wa? Sieht doch schon fast danach aus, als könnte man den Turm hier einnehmen. Sozusagen. Oh, shit! Bisschen zu lange den B-Knopf gedrückt. Irgendwie klappt das nicht. Scheiße, Mann. Dann nochmal von hier. Zutritt verboten! Hinfort mit euch! Der sieht mich ja immer noch. Komm, dreh dich doch um jetzt. Bevor du mich wieder siehst, ey.
So, mal schauen, was es für Nebenmissionen gibt. Direkt dort. Informant. Boah, nicht, dass ich wieder irgendwie Flaggen sammeln muss für den. Ja, ja, ja. Hast du wohl nicht getroffen, wa? Du Lusche, du. Bei Gott, tötet mich nicht. Ah, ihr seid es, Alter, ihr. Ihr habt mich erschreckt. Richards Männer verfolgen mich, zwei an der Zahl. Ich versuchte, einen Handel mit ihnen zu schließen, als ich bemerkte, dass sie mit mir spielten. Ich konnte aber fliehen. Könnt ihr ein Todesengel für mich sein? Und deren Köpfe holen, bevor sie meine nehmen? Im Tausch werde ich euch von dem Handel erzählen. Ja, klar. Ja, ja, genau. Mann! Die nerven einfach nur. Das tut weh! Alter, das hört sich an. Was wollt ihr von mir? Ihr seid einfach nur neidisch auf meinen geilen Anzug. Das ist es. Das, jetzt kommen die Wahrheit nämlich ans Tageslicht. Ah, ich hätte andersrum laufen sollen. Ist einfach mal wieder der pure Neid. Weil wir so stylisch aussehen. Und dabei noch ein geiler Hecht. Weißt du, dabei ist er auch noch ein geiler Hecht. Ich hätte andersrum laufen sollen. Hab ich das schon mal gesagt? Was willst du? Moment. Stimmt, warum? Hier ist ja nur ein Turm, den kann ich doch auch mal eben einnehmen. Ja, das wissen wir. Weil du ein Arschloch bist. Es ist so unfassbar ruhig, wenn du kletterst. Das gefällt mir gar nicht. Können wir ein bisschen Musik abspielen lassen. Ein bisschen fröhliche Musik. Wenn man schon sowieso die ganze Zeit beleidigt wird. Ja, der Pappnase. Und wenn er stirbt, dann ist mir das scheißegal. Jetzt den anderen. Vielleicht. Ich wollte gerade sagen, vielleicht. Fuck! Genau den falschen. Ne, ich hab den richtigen erwischt, oder? Hat will der mich wegchecken? Steh mal auf, Alter, hier. Na, geht doch, ja. Bam! Richtig geil. Falsche Richtung. Weg hier. Es war doch der richtige. Oh! Du bist ein toter Mann! Ja, komm. Wer sagt denn das? Wo bist du, Alter? Aber ich sehe doch kaum was. Boah! Das ist ja gut jetzt.
Bei Gott, tötet mich nicht. Nein! Ihr seid es, alter Ihr. Oh nee! Richards Männer verfolgen mich, zwei an der Zahl. Ich versuchte einen Handel mit ihnen zu schließen, als ich bemerkte, dass sie mit mir spielten. Ich konnte aber fliehen. Könnt ihr ein Todesengel für mich sein? Und deren Köpfe holen, bevor sie meine nehmen? Im Tausch werde ich euch von dem Handel erzählen. Oh Mann, alles klar, Leute. Ich mache einen Cut rein. Wir sehen uns gleich wieder.